Goldilocks, also beste aller Welten für die Aktienmärkte, oder sehen wir doch das Ende der derzeitigen Aktienrallye, die dadurch ausgelöst wurde, dass die Fed aus meiner Sicht fatalerweise signalisiert hat, naja, guckst du, die Anleiherenditen sind gestiegen, müssen wir doch dann die Zinsen nicht mehr anheben. Das ließ dann gleich die Glocken bei den Bullenleuten, die sagen, guckst du, die Fed ist fertig, jetzt geht es nach oben, jetzt können wir kaufen. Und dementsprechend konnte man auch die viel heißeren Erzeugerpreise gestern aus den USA einfach wegwischen, weil man gesagt hat, ja, wenn sie die Zinsen eh nicht mehr anheben, dann ist doch egal. Aber das wird schwieriger, wenn heute die Inflationsdaten, also die Verbraucherpreise, CPI, höher als erwartet reinkämen, und die Wahrscheinlichkeit ist es aus meiner Sicht ganz gut, denn wir haben jetzt praktisch ja die Erzeugerpreise aus dem September. Das sind zwar zwei unterschiedliche Sachen, aber normal liegen die im Trend schon relativ nah beieinander. Wir werden sehen, wie es reinkommt. Also Goldilocks oder eben das Ende der Aktienrallye. Goldilocks sieht Goldman Sachs, die sagen, ja, das ist super für die Märkte jetzt, ein perfektes Szenario. Andere sagen, das dürfte den dovischen Fed-Trade, den wir zuletzt gesehen haben, killen, oder könnte ihn zumindest killen. Hier sehen wir nochmal die Erwartungen, die hier gespielt werden. Hatte ich gestern schon gesagt, oben Cleveland, die Erwartungen des Cleveland Inflation Nowcast. Also es ist durchaus ein veritabler Anstieg, etwa von 0,3% zum Vormonat. Und hier sehen wir nochmal diese Erzeugerpreise, vor allem mit dem Anstieg der Güter relativ deutlich. Wir haben jetzt den dritten Anstieg in Folge bei den Erzeugerpreisen. Die zahlen ja gestern deutlich über der Erwartung, aber schon relativ deutlich, muss man sagen. Dementsprechend aus meiner Sicht eben auch das Potenzial, dass da heute durchaus etwas Höheres kommt. Damit müssten die Märkte dann wiederum eigentlich schon rechnen, dass man sagt, naja, die Erzeugerpreise waren hoch. Das erhöht natürlich das Risiko, dass das hier bei den CPI-Daten auch ist, aber es ist eben dieses Messaging von der Fed, das ich gestern angeprangert habe. Man ist nicht konsistent in der Botschaft. Vielleicht hat man Angst vor den Folgewirkungen der Zinsen, A für die Wirtschaft, B für die ausufernde Verschuldung, und wird deshalb defensiver, keine Ahnung. Aber faktisch ist eben, wenn die Fed hier signalisiert keine Zinsanhebungen und dann kommt die Inflation wieder maßgeblich in Gang, dann hast du irgendwie eine Schwierigkeit, wenn du dann den Märkten erzählen musst, dass du doch die Zinsen anheben musst. Das ist nicht wirklich klug gewesen, statt zu sagen, wir gucken mal, wir lassen alle Optionen offen, hat man da also den Fehler gemacht, sich festzulegen. Und dieser Fehler zeigt sich bei den Financial Conditions, die sich deutlich gestraft haben, indem man gesagt hat, ja, müssen doch die Zinsen nicht anheben, wenn die Renditen so hoch sind. Es sind die Renditen gefallen, das wiederum lockert mit dem Anstieg der Aktienmärkte die Finanzkonditionen. Und so kommt es eben dann, dass Wall Street brushes off hot PPI. Also, dass man dann sagt, ja, interessiert uns nicht, wenn die Inflation wieder anzieht, zumindest die Erzeugerpreise. Ob das anders bei der CPI ist, werden wir sehen. Aber wie hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt schreibt, die Umlaufrendite ist schon fast wieder um 0,5% gefallen. Das entspricht einer Zinssenkung von etwa 50 Basispunkten, also 0,5%. Das heißt, die Fed sorgt dafür, dass die Financial Conditions sich lockern. Wenn die Financial Conditions sich lockern, dann steigt die Nachfrage, und es ist ein klarer, da wurde kommentiert auf mein Video, das sei doch nicht nachweisbar. Doch, es ist nachweisbar. Man kann zeigen, dass Aktienmärkte korrelieren mit der Verbraucherstimmung. Das heißt, wenn die Leute auf Aktiengewinnen sitzen, geben sie tendenziell mehr Geld aus, weil sie sich eben reicher fühlen. Das ist ein normaler Prozess. Das kann man im Vergleich zwischen eben dem Verbrauchervertrauen und eben den Aktienmärkten sehr, sehr gut sehen, wie ja insgesamt wahrscheinlich die Märkte dann eine Rezession auslösen, und wie das meistens ist, das heißt, die Märkte preisen dann etwas ein, was dann in der Realität auch wirklich zur Rezession führt. Jetzt aber schauen wir uns mal an, wie heute die Erwartung ist, wie sie etwa JP Morgan aufzeigt. Wenn die Zahlen zum Vormonat über 0,3 ist ja die Konsenserwartung, reinkommen, dann dürfte der S&P 1,5 bis 2% verlieren. Wenn wir zwischen 0,4 und 0,6 reinkommen, dürfte der S&P 0,75 bis 1,25 verlieren. Wenn wir konsensmäßig reinkommen, 0,3, dürfte der Fed 0,4 bis 0,75 zulegen. Wenn wir 0,2 oder 0,3 sind, der Rally von 1 bis 1,5%, und wenn wir unter 0,2 sind, Rally von 1,5 bis 2%. So also die Einschätzung der One-Day-VIX. Der zeigt sich entspannt, preist eine geringere Bewegung als 1% ein.
Ohnehin sind wir ja jetzt auf dem tiefsten Stand seit einigen Wochen wieder unter der 17er Marke und jetzt eben die Frage, was passiert heute mit diesem CPI? Aber gestern hatten wir schon, wenn Sie rechts hier mal schauen, Aussagen der Fed. Alle Fed-Offiziellen waren der Auffassung, die Zinsen oder die Geldpolitik müsste restriktiv sein, ja, aber sie arbeiten jetzt schon wieder selber dagegen. Man sieht Downside Risk to Economic Activity. Upside Risk to Unemployment, naja, so viel ist da noch nicht passiert. General Risks as Two-Sided, also man ist jetzt sowohl, man ist so ein bisschen weg, und das ist das Dovische bei diesem Fed-Protokoll, so ein bisschen weg von der von der starken Betonung der Inflation, indem man jetzt sagt, naja, wir haben ja letztendlich zwei Mandate, Arbeitsmarkt und Preisstabilität. Inflation ist nach unten gekommen. Wenn der Arbeitsmarkt jetzt anfängt zu schwächeln, wäre ja auch nicht so toll, auch wenn eine gewisse Abschwächung des Arbeitsmarktes durchaus gewünscht ist. Aber Inflation remains unacceptably high, so heißt es. Im Grunde nichts Neues, was da aus diesem Fed-Protokoll rausgekommen ist. Man sagt, majority of Fed officials saw one more rate increase likely to be appropriate, also angemessen. Wir sehen rechts mal die Fed Funds Curve, wie sich die verändert hat seit der letzten FED-Sitzung. Ja, und da erwartet man, dass die FED länger stillhält mit Zinssenkungen, könnte man sagen. Also diese Kommunikation, die dann Paul auf der Pressekonferenz hatte, Zinsen höher für länger, das war eine sehr hawkische Pressekonferenz, die jetzt in den letzten Tagen durch FED-Mitglieder, aber nicht durch Paul selbst, relativiert wurde, könnte man sagen. Wird es heute so sein, wenn die Zahlen kommen, die für die FED ja so wichtig sind, nämlich die CPI-Daten, dass dann der Dollar wieder fällt? Hier sehen wir mal, wie normalerweise die Dinge hier aussehen. Nach dem CPI der Dollar eigentlich immer relativ schwach. Schauen wir uns gestern die Aktienmärkte an. Hier sehen wir, das ging zunächst dann nach unten bis zum FOMC-Protokoll und dann ging es nach oben. Ja, für die Bullen war schon was dabei im Protokoll, aber es war auch für die Bären was dabei, was hawkisches, für die Bullen was dovisches. Also so ganz verstehbar ist die Lage hier nicht oder warum man da so reagiert hat. Möglicherweise nach wie vor Optionen, die hier eine Rolle spielen, Put-Positionen, die noch nicht eingedeckt sind. Aber das ist dann ein mechanisches Argument. Wir sehen jedenfalls gestern dünnes Volumen beim SPY, 61 Millionen Kontrakte. Das ist schon sehr, sehr mau. Das ist ganz am unteren Ende. Das Momentum wird ein bisschen schwächer, also die impulsive Phase der Rallye könnte erst einmal vorbei sein. Man sieht, wie die Kerzen hier etwas weniger kräftig werden. Wir haben jetzt ja diese untere Gap-Kante erreicht beim S&P 500. Die obere, die wäre so knapp über 4.400 Punkten. Da waren wir schon in Sichtweite heute Morgen. Jetzt haben wir hier den 200-Tages-Durchschnitt, der da kommt. Mal sehen, ob wir den knacken. Der Nasdaq dagegen könnte sich hier so reinwetschen. Das wäre eine bärische Wedge, dass er dann unten rausknallt. Auf der anderen Seite haben wir eben diese Unterstützungen gehalten und sehen, dass gleitende Durchschnitte, kürzer laufende gleitende Durchschnitte, 12, 20er und 25er, dass die positiver derzeit sich gestalten. Was bei der Rallye nicht passt, ist diese Divergenz Junk Bonds zum S&P 500. Hier sehen wir, dass die Junk Bonds deutlich weniger gut gelaufen sind. Also das ist ein kleines Warnsignal, ebenso wie das Kupfer zum Beispiel gestern nicht wirklich gestiegen ist. Müsste eigentlich, wenn alles so schick wäre, diese Rallye eigentlich mitmachen. Und wenn man jetzt mal sich die globale Liquidität anschaut, die neuesten Bilanzdaten, Bilanzsummendaten der FED kommen ja heute Abend, dann ist die globale Liquidität wieder ein bisschen gestiegen, was bedeutet, dass der S&P gerecht bepreist wäre bei 3.412, also nicht 4.412, sondern 3.412. Das wären einmal entspannte 1.000 Bünche tiefer. Jetzt hat sich die Stimmung der Privatinvestoren deutlich aufgehellt. Heute bekommen wir auch NAAIM, also die Stimmung der Vermögensverwalter oder die Allokation der Vermögensverwalter. Hier die Stimmung der Privatinvestoren. 40% wieder Bullen, das sind satte 10% mehr als letzte Woche. Also da haben die Bullen wieder deutlich zugelegt. Wir hatten ja eine Rallye aus einem überverkauften Zustand mit großem Pessimismus. Jetzt sehen wir, der Fear & Greed Index geht wieder ein bisschen nach oben. Nach wie vor sicherlich keine Euphorie mit 33, aber ein Punkt wird natürlich dann ab morgen wichtig. Die Earnings Season beginnt mit den Banken und hier sehen wir unten mal etwa
die Erwartungen für JP Morgan. Und insgesamt gilt, dass in den letzten Tagen die Erwartungen an die Earnings Season deutlich nach oben gegangen sind. Das ist ein Unterschied zu den beiden vorherigen in diesem Jahr. Da wurden die Erwartungen massiv runtergenommen. Jetzt hat man die Erwartungen raufgenommen. Das wird also interessant, wie die Märkte dann auf die faktischen Zahlen reagieren. Reagiert hat man auf den Birkenstock-Flop. Das war wirklich nicht besonders gelungen. Auf 46 geplant, dann bei 41 geöffnet, not pretty like the shoes, wie hier ein Amerikaner kommentiert, also nicht hübsch, die Schuhe sind es auch nicht, however, gestern hatten wir noch eine Anleiheauktion und die bringt das eigentliche Problem derzeit mit den Renditen auf den Punkt. Es ist wahrscheinlich bei den Langläufern, bei den US-Anleihen, ist es mehr vor allem die Sache Angebot-Nachfrage bei der extremen Verschuldung, also immer mehr Anleihen kommen auf den Markt. Jetzt hätten wir gestern eine Anleiheauktion einer 10-jährigen US-Anleihe und die ist nicht besonders gut gelaufen, weswegen die Renditen gestern erstmal gestiegen waren nach dieser Auktion gestern, die um 19 Uhr stattfand. Jetzt sehen wir hier die Indirects, die haben nur 60,3% abgenommen. Indirect ist praktisch ein Synonym für ausländische Käufer. Die Banken sind teilweise auf ihren Papieren sitzen geblieben, mussten die dann auf das eigene Buch nehmen. Das ist das eigentliche Problem in Sachen Renditen, weswegen wahrscheinlich die Renditen so richtig nicht wirklich runterkommen sollten, auch wenn wir jetzt diese Korrektur aus einem wahnsinnigen Anstieg gesehen haben. Kommen wir zu Israel. Hier einige Aussagen Biden, der sich nochmal ganz klar pro Israel positioniert hat. Es gibt keine Rechtfertigung für den Terror der Hamas. Das sehe ich genauso. Schreckliche Taten, gar keine Frage. Das ist nicht entschuldbar, das ist eine Bestialität, eine Brutalität, die man eigentlich nicht mehr in irgendeiner Form im Hinterkopf hatte. Jetzt der Hamas-Führer, Tag der Wut am Freitag, das heißt, man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich am Wochenende die Dinge dann noch weiter eskalieren. Man ruft ja dazu auf, dass alle Muslime, alle arabischen Staaten letztendlich hier zu Hilfe eilen. Putin hat sich geäußert, der gesagt hat, naja, das Land gehörte ja ursprünglich den Palästinensern und eigentlich sollte ja ein unabhängiger Palästinastaat errichtet werden, inklusive Gaza. Also das ist ja die große Frage, wem gehört das Land? Die Zionisten sagen, hey, wir waren schon viel früher da als ihr, also gehört es uns. Die Palästinenser sagen, naja, was interessiert uns eure Erzählung aus der Bibel? Es waren ja permanent auch durchaus eine jüdische Bevölkerung auf dem Gebiet des heutigen Israels, aber halt relativ gering. Die große Einwanderung kam ja dann erst deutlich später, eben mit dem Zionismus. Und das ist dieses ungelöste Problem, was jetzt uns allen auf den Kopf fällt. Diese Auseinandersetzung, die nicht lösbar scheint und die jetzt eben eskaliert ist. Ein Pulverfass, das vermute ich am Wochenende jetzt nochmal eine neue Dimension erreicht. Ich denke, spätestens bis Wochenende dürften dann die Israelis oder die israelische Armee in Gaza einmarschieren. Mal etwas Lustiges zur Abwechslung in dieser so traurigen Welt. Am Sonntag sind die Wahlen in Wien und da ist die Bierpartei an dritter Stelle mit 12%. Was fordert diese Bierpartei? Ein Bierspringbrunnen für Wien, einen monatlichen Biervorrat für österreichische Haushalte sowie eine Steuer auf Radler und andere Grausamkeiten. Es ist der Wahnsinn. Also die Wiener, die haben einen Humor. Das ist echt leiwand. Radler ist hier, das sind jetzt keine Fahrradfahrer, ne? Das ist dieses Biermischgetränk, ne? Das sagt man in Bayern und auch in Österreich ist dieser Radler als der Wasser zum Beispiel in Hamburg. Also hier ein bisschen gibt es noch Nonsens in dieser Welt, der aber natürlich auch das Versagen ein Stück weit der aktuellen Politik auf den Punkt bringt, dass solche Parteien entstehen, Spaßparteien, wenn man so will, und damit auch wirklich erfolgreich sind. Drei Empfehlungen abschließend, meine Damen und Herren. Goldpreis steigt Richtung 1000 Dollar, aber Vorsicht, Goldbullen, warum, wieso, weshalb? Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, das ist die DAX-Erholung vor der ultimativen Bewährungsprobe. Der DAX vor sehr, sehr wichtigen Chartmarken, reingucken auch in diesen Artikel, zweite Empfehlung. Und letzte Empfehlung, Ölpreis verliert die Hamas-Israel-Gewinne, aber das könnte langsam wieder ein interessantes Niveau sein für Long-Positionen nach dieser Korrektur. Wir werden sehen. Also das sind drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, und ich empfehle auch 14:30 reinzuschauen bei Finanzmarktwelt mit den Inflationsdaten, wie die ausfallen. Das dürfte sehr, sehr entscheidend werden. Also, Servus, ciao.